Sie gehören zu den fantastischsten Fabelwesen, die Unterwasserwelt zu bieten hat. Meerjungfrauen. Mit dem Oberkörper einer Frau und einer gewaltigen Schwanzflosse ausgestattet, suchen die Bewohnerinnen der Ozeane in den zahllosen Mythen und Legenden vor allem eines: Erlösung. Oft handelt es sich bei ihnen um seelenlose oder verdammte Kreaturen, die nur durch die aufrichtige Liebe eines Menschen aus ihrem angestammten Schicksal befreit werden können. Doch wie entstanden eigentlich die Geschichten um die sagenumwobenen Unterwasserwesen? Ist es eventuell sogar möglich, dass einst Kreaturen existierten, die als Vorlage für die märchenhaften Mischwesen dienten? Zusammen mit euch möchten wir tiefer in die fabelhafte Welt von Meerjungfrauen eintauchen. Der Ursprung der Meerjungfrauen. Ein Blick auf die alterwürdigen Mythologien zeigt, dass fantastische und übernatürliche Wesen stets ein fester Bestandteil der aufregenden Geschichten und Erzählungen waren. Ganz gleich, ob die altägyptische Sphinx, die Zentauren aus der griechischen Mythologie oder eben Meerjungfrauen. Der fiktive Mix aus Person und Tier scheint die Menschheit bereits seit Jahrtausenden in seinen Bann zu ziehen. Schnell kommt daher die Frage auf, wie die Legenden um die Wassernixen entstanden. Wahrscheinlich ging die endgültige Form der Meerjungfrau aus der Vorlage der griechischen Sirenen hervor. Diese Gestalten, die halb Vogel und halb Frau waren, wandelten sich im Laufe der Jahre immer weiter, ehe die Darstellung letztlich zu einem Wesen mit weiblichem Oberkörper und einem überdimensionalen Fischschwanz zeigten. Neben diesen mythologischen Ursprüngen existieren jedoch auch naturwissenschaftliche Theorien über die Herkunft der Meerjungfrau-Legenden. So wollen einige Seefahrer in der Vergangenheit tatsächlich Nixen aus Fleisch und Blut erblickt haben, aber dazu später mehr. Bekanntermaßen sind uns über 70% unseres blauen Heimatplaneten mit Wasser bedeckt. Und tatsächlich halten die gigantischen Wassermassen heutzutage noch immer zahlreiche ungelöste Geheimnisse bereit. Besonders die Tiefsee gibt uns nach wie vor große Rätsel auf. Aktuellen Schätzungen zufolge wurden gerade einmal 5% jener abgeschiedenen Meeresregionen erforscht. Im Detail wissen wir sogar mehr über die Beschaffenheit und Charakteristik des Mondes als über das Ökosystem der Tiefsee. Und das, obwohl es sich bei den entsprechenden Areal um den größten Lebensraum auf unserem Planeten handelt. Während die detaillierte Erforschung der Weltmeere in den modernen Tagen also immer noch in den Kinderschuhen steckt, erscheint es umso nachvollziehbarer, dass die Ozeane für die Vorfahren ein noch größeres Mysterium darstellten. So waren viele Menschen in den zurückliegenden Jahrhunderten fest davon überzeugt, dass die Meere geheimnisvolle Kreaturen, wie etwa gigantische Seeungeheuer, beheimaten würden. Auch die Meerjungfrauen sollten schließlich ihren Platz in diesen maritimen Legenden finden. Unterschiedliche Darstellungen. Das genaue Aussehen von Meerjungfrauen ist je nach Darstellung einigen kleinen Unterschieden unterworfen. Was die Mischwesen alle gemeinsam haben, ist ihr schöner, junger, weiblicher Oberkörper, der einen magischen Reiz auf alle Seefahrer auszuüben scheint. In Tausend und einer Nacht werden die Wesen als Frauen mit Mondgesichtern beschrieben, die Schwänze wie Fische haben. Die Jüngeren unter uns sind wahrscheinlich eher mit der berühmten Darstellungsform aus Disneys Klassiker Ariel die Meerjungfrau vertraut, welche auf Hans Christian Andersens Märchen Die kleine Meerjungfrau basiert. Während uns Ariel noch als freundliche, wissbegierige Heldin erscheint, zeichnen andere Geschichten ein weitaus bedrohlicheres Bild. So wurden Meerjungfrauen in vielen Volkserzählungen nicht etwa mit Liebe und Abenteuern, sondern mit Tod und Verderben in Verbindung gebracht. Demnach würden die Wassernixen Seefahrer immer wieder von ihrem Kurs abbringen und in felsige Untertiefen locken. Obwohl sie nicht so berühmt wie ihre weiblichen Zeitgenossen sind, existieren in den fiktiven Geschichten auch männliche Unterwassermischwesen. Diese werden allerdings nicht als Meerjungmänner, sondern schlichtweg als Wassermänner bezeichnet. Genau wie Meerjungfrauen führen Wassermänner der Legende nach nichts Gutes im Schilde. Innerhalb der Erzählungen besitzen sie den Ruf, todbringende Meeresstürme zu beschwören, Schiffe zu versenken und deren Besatzungen in die Tiefen der Ozeane zu zerren. Einer alten schottischen Sage zufolge treiben die sogenannten blauen Männer des Minch vor der britischen Küste ihr Umwesen. Diese unheilvollen Kreaturen besitzen dabei das Aussehen von gewöhnlichen Männern, mit Ausnahme ihrer silbernen Bärte und ihrer blauen Haut. Der Legende nach fordern die Blaumänner den Kapitän eines Schiffes zu einem Reimwettbewerb heraus. Verfügt der Seemann über einen wachen Geist und eine flinke Zunge, kann er seine Männer vor dem Tod bewahren. Auch die japanische Mythologie kennt derartige Meereskreaturen, allerdings unterscheiden sich die sogenannten Kappas oft recht deutlich von den Meerjungfrauen und Wassermännern. Demnach besitzen Kappas die Gesichter von Affen und tragen einen großen Schildkrötenpanzer auf den Rücken. Genau wie die blauen Männer des Minch sollen die japanischen Fabelwesen häufig mit unbedarften Seefahrern und Schwimmern in Kontakt treten. Dabei fordern sie die Menschen zu Geschicklichkeitsspielen heraus. Wer das Spiel verliert, wird von den Kappas umgebracht. Angeblich haben es die Mischwesen dabei ganz besonders auf Kinder abgesehen. Zusätzlich zu Meerjungfrauen existieren auch weitere vergleichbare Fabelwesen, die jedoch schwierig untereinander abzugrenzen sind. Im Gegensatz zu anderen Kreaturen zeichnen sich die mythologischen Wasserfrauen vor allem durch ihre positive Einstellung zu Menschen aus.
Anstatt Seefahrer in die Tiefen des Meeres zu reißen, spenden sie ihnen Leben, Schutz und Segen. Obwohl oft als Synonym für Meerjungfrauen verwendet, bezeichnen Nixen im eigentlichen Sinne böse Wassergeister, welche die Verführung und Bedrohung verkörpern. Angebliche Sichtungen. Was für uns heute ganz klar in den Bereich der Fiktion gehört, zählte für viele Menschen einst zum gängigen Weltbild. So war man beispielsweise im Mittelalter davon überzeugt, dass Meerjungfrauen ein fester Bestandteil der Unterwasserfauna seien. Demnach waren offizielle Darstellungen, welche die Wassernixen neben Walen und Fischen zeigten, damals keine Seltenheit. Genährt wurde dieser Glaube immer wieder durch die Berichte von Seeleuten und Bewohnern der Küstenstädte. Eine Geschichte, die aus dem 16. Jahrhundert stammt, erzählt von einer Meerjungfrau, die nahe der niederländischen Küste verletzt wurde. Die Bewohner sollen sich der Wassernixe daraufhin angenommen haben und sie gesund gepflegt haben. Doch dort endet die Geschichte noch nicht. Von der Hilfsbereitschaft der Menschen verzückt, soll die Meerjungfrau niederländisch gelernt haben und sogar zum Katholizismus konvertiert sein. Eine andere Geschichte, an deren Wahrheitsgehalt die Menschen keinen Zweifel aufkommen ließen, spielte sich im frühen 17. Jahrhundert vor der Küste Neufundlands ab. Damals möchte ein Schiffskapitän eine Meerjungfrau auf offener See gesehen haben. Von seiner sensationellen Entdeckung tief beeindruckt, beschrieb der Seefahrer das Wesen im Anschluss als eine Kreatur mit großen Augen, einer kurzen Nase, langen Ohren und grünen Haaren. Die Faszination des Kapitäns erfuhr erst einen kleinen Dämpfer, als er bemerkte, dass die Gestalt von der Taille abwärts ein Fisch war. Wenn Menschen darauf aus sind, aus einem weit verbreiteten Glauben Kapital zu schlagen, ergeben sich häufig auch die bizarrsten Gegebenheiten. So auch in den 1840er Jahren, als ein großer Schausteller damit begann, eine angeblich echte Meerjungfrau als Attraktion anzubieten. Denjenigen, die das Eintrittsgeld bezahlt hatten, bot sich anschließend allerdings nicht der Anblick einer anmutigen Sagengestalt, sondern ein überaus abstoßendes Bild. Denn tatsächlich bestand die vermeintliche Meerjungfrau aus zusammengenähten Leichenteilen von Affen und Fischen. Was uns heutzutage nur verständnislos mit dem Kopf schütteln lässt, schaffte es damals tatsächlich, viele Schaulustige zu täuschen. Hat es Meerjungfrauen wirklich gegeben? Angesichts der zahllosen Geschichten über Meerjungfrauen stellt sich uns eine zentrale Frage. Was könnte die Menschen in der Vergangenheit dazu bewogen haben, an die Echtheit der Fabelwesen zu glauben? Oder mehr noch, was hat es mit den angeblichen Sichtungen der Mischkreaturen auf sich? Folgt man den Ausführungen der Forscher, so unterlagen die Seefahrer bei ihren vermeintlichen Sensationsentdeckungen schlichtweg einem großen Irrtum. In Wahrheit soll es sich, wenn dann bei den erblickten Gestalten, nicht etwa um Meerjungfrauen, sondern um menschengroße Meeresbewohner wie etwa Seekühe oder Dugongs gehandelt haben. Doch wie kann es sein, dass man eine massige Seekuh mit einer anmutigen, wunderschönen Meerjungfrau verwechselt? Zunächst einmal müssen wir uns vor Augen halten, dass viele Sichtungen aus großen Entfernungen erfolgten. Da die Tiere selbstverständlich zu großen Teilen von Wasser bedeckt waren, konnten die Seeleute nur Teile ihrer Körper erblicken. Dazu gesellt sich der Umstand, dass die Licht- und Sichtverhältnisse nur in wenigen Fällen ideal gewesen sein dürften. Wurde die Entdeckung im schwachen Dämmerlicht verzeichnet, gestaltete sich die genaue Identifizierung natürlich noch schwieriger. Nicht zuletzt werden sich die Tiere nicht allzu lange an der Wasseroberfläche aufgehalten haben. So kann es sein, dass sich die angeblichen Meerjungfrauen nur kurz gezeigt haben, ehe sie schon wieder im Meer verschwanden. Die Seeleute erhaschten also häufig nur einen flüchtigen kleinen Blick auf den Kopf oder eine Schwanzflosse, bis der magische Moment bereits verstrichen war. Während die meisten Meerjungfrauensichtungen bereits viele Jahrhunderte zurückliegen, existieren in unseren modernen Zeiten tatsächlich immer noch Menschen, welche die Fabelwesen mit eigenen Augen erblickt haben wollen. Im Jahr 2009 berichteten einige Augenzeugen von einer Meerjungfrau, die vor der israelischen Küste umhergeschwommen sein soll. Angeblich führte das Wesen den Schaulustigen sogar einige Kunststücke vor, ehe es sich wieder in die Tiefen des Meeres zurückzog. Die offiziellen Behörden zeigten sich von den Gerüchten so fasziniert, dass sie demjenigen, der die Ozeankreatur als erstes fotografiert, eine Belohnung von $1 Million versprachen. Leider sollte eine solche Aufnahme jedoch nie entstehen und die Berichte verschwanden so schnell, wie sie aufgekommen waren. 2012 strahlte Animal Planet eine Sondersendung mit dem Namen Mermaids – The Body Found aus. Innerhalb der Ausstrahlung wurde die Geschichte eines Wissenschaftsteams gezeigt, das Beweise für die Existenz von Meerjungfrauen gefunden haben will. Was jedoch die Zuschauer nicht wussten, es handelte sich dabei um eine rein fiktive Sendung. Tatsächlich war die Show so realistisch inszeniert, dass die Verantwortlichen aufgrund der zahllosen Anfragen nicht umhin kamen, eine offizielle Klarstellung zu veröffentlichen. In einem japanischen Tempel sollen indes die Knochen einer echten Meerjungfrau aufbewahrt werden. Die Überreste wurden im Jahr 1222 an Land gespült. Da ein Priester glaubte, dass es sich dabei um die Knochen einer legendären Sagengestalt handelte, wurde sie anschließend zur Aufbewahrung in einen Tempel gebracht. Dem Wasser, in dem die Knochen eingeweicht wurden, wurden übernatürliche Eigenschaften zugesprochen. Da die wenigen Knochenreste, die heutzutage noch übrig geblieben sind, niemals wissenschaftlich untersucht wurden, kann niemand sagen, zu welchem Wesen die Überreste einst wirklich gehörten. Tja Leute, jetzt interessiert uns eure Meinung. Was denkt ihr über die Meerjungfrauen-Legenden?
Schreibt uns eure Gedanken zu unserem heutigen Video ganz einfach in die Kommentare. Wenn euch unser Beitrag über die sagenumwobenen Mischwesen gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Denkt auch dran, Topwelt zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um künftig immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.